In unseren Teichen hier im Schlosspark haben wir eine Saiblingszucht, die betrieben wird mit einem Fischer aus der Gegend. Und diese Fische sind immer auf den Menüs, sowohl im Bankett wie auch im Restaurant Schlossstern Seespitz, das ganze Jahr über vertreten. Und sind natürlich unser Stolz hauptsächlich als Produkt. Hallo, herzlich willkommen im Schlossstern. Ich bin Andreas Block, Executive Chef hier im Falkensteiner Schlosshotel Velden am wunderschönen Wörthersee. Bei uns hier im Schlosshotel versuchen wir, den Brückenschlag zwischen dem luxuriösen Leben, das glaube ich hier in Velden sehr verbreitet ist und das ja auch das Schloss in der Vergangenheit geprägt hat, gleichzeitig aber auch die Region sehr stark einbinden wollen und auch durch die Zusammenarbeit mit den Produzenten und durch das Feedback der Gäste aus der Region immer versuchen, uns weiterzuentwickeln und so einfach wirklich diesen schönen Brückenschlag zu schaffen. Für die Seherspiele dieses Jahr unser Thema ist ja die Geschichten aus 1001 Nacht mit kulinarischen Highlights aus der arabischen Region oder aus der orientalischen Region. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich selber ja 4 Jahre lang im Mittleren Osten, also in Dubai, tätig war. Habe selber sehr gerne immer dieses Essen gegessen und tue es auch weiterhin. Und werden versuchen, dass wir dieses Jahr auch wieder die Produkte aus der Region so verwenden, dass sie trotzdem durch den Einschlag von Gewürzen und durch die Zubereitungsmethoden an die Kulinarik aus dem Mittleren Osten erinnern. Unser Motto für 2018 sind die Küchenspiele und kulinarische Geschichten aus 1001 Nacht. Das Besondere an der Veranstaltung wird sein, dass neben unserem Team wir auch viele Gastköche sowohl aus Österreich wie auch aus der ganzen Welt bei uns zu Gast haben werden.